sie fast gewonnen, aber nur scharf, weil da hat abgepfiffen, während der Ball beinahe vorbei war. Echt? War die Julia wieder dabei eigentlich? Ja. Oder ist sie noch krank? Nein. Nee? Mama, ist der Sven schwul? Welcher Sven? Sven! Euer Kindergärtner? Nein. Wo hast du das denn? Der Thomas hat gesagt, der Sven ist schwul. Ach, der Thomas. Was der Thomas immer sagt, da musst du ja nicht drauf hören. Der Thomas ist auch mein bester Freund. Ja, aber der... Wenn der Sven schwul ist, dann möchte ich nie mehr deine Kindergartengruppe gehen. Der Sven ist aber nicht schwul, Schätzchen. Mama? Ja? Was heißt schwul? Ach. Sag mal, Paul, der Sven hat dir nicht irgendwie wehgetan, oder? Nein. Nein. Also, ich versichere Ihnen, dass das vollkommen unbegründet ist. Ich meine, Sie kennen Ihre Kollegen besser als wir und Sie müssen auch zugeben, dass unsere Bedenken berechtigt sind. Ist Ihnen an Sven da nicht schon mal irgendwie was aufgefallen? Nein. Da gibt es nichts, was einem auffallen könnte. Ich meine das auch nicht rein äußerlich. Das sieht man ja nicht auf den ersten Blick. Sie verstehen schon, also... Also ich verstehe, wenn Sie vorsichtig sind. Ich meine, alle Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Aber der Sven, das ist ein Erzieher wie alle anderen bei uns auch. Und die Kinder, die sind glücklich bei ihm. Da fällt nichts vor. Da ist nichts vorgefallen. Da wird auch nichts vorfallen. Also gut. Wir wollten einfach nur das Gerücht mal vorab klären, ich meine. Ja, das ist gut, dass Sie hier sind. Werner. Und was jetzt? Mach dir mal keine Sorgen, Schatz. Ja, aber das hat uns ja überhaupt nicht weitergebracht. Es scheint doch alles in Ordnung zu sein. Also, ich weiß nicht. Ich werde mit Sven mal reden, wenn dich das beruhigt. Mhm. Ich nehme ihn unter die Lupe. So, nun müssen wir mit Paul zum Arzt. Ach, wie viel Uhr ist es denn? 12. Wann muss er beim Doktor sein? 12. Das passt doch perfekt, komm. Ja. Werner? Ja? Also, ich weiß nicht. Ach, komm, Schatz. So, Paul, ich helfe dir mal mit dem Kleidchen. So eine Sauerei. Ah, hallo, Herr Koppenrad. Hallo, Mama. Zum Doktor. Nein! Keine Diskussion, das war abgemacht. Nein! Komm, ich zieh dir das Kleid aus. Nein, ich will das Kleid auch noch anmalen. Mit dem Kleid gehen wir nicht auf die Straße. Lassen Sie ihm doch das Kleid anbehalten, Frau Koppenrad. Das steht doch heute... Sie bestimmen hier nicht, was mein Sohn an- oder ausziehen soll. Sie werden hier überhaupt nichts mehr an- oder ausziehen. Das verspreche ich Ihnen aber. Komm. Frau Koppenrad, ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Bitte. Wo gehen Sie mit dem Paul denn hin? Der muss zum Arzt. Ja, kommt er denn gleich wieder? Wir üben doch unser Theaterstück. Zwang. Wir glauben nicht, dass die Rolle, die Sie unseren Sohn da zwängen wollen, für Jungs die richtige ist. Haben Sie solche Ideen öfters? Ich muss aufs Klo. Oh, Limon!
mal, Paul, wie gefällt's dir denn in deinem neuen Kindergarten? Gut. Du vermisst den Thomas, nicht? Den triffst du am Nachmittag, ne? Macht's denn Spaß mit der Elke? Ist sie lieb zu euch? Ja. Hm.